Beton ist das weltweit am häufigsten verwendete Baumaterial. Man findet ihn in den Bürgersteigen der Städte, in Brücken über große Flüsse und in den höchsten Wolkenkratzern der Welt. Er hat jedoch eine Schwachstelle. Er neigt dazu, katastrophale Risse zu bekommen, deren Reparatur fast jedes Jahr Milliarden kostet. Aber was wäre, wenn wir dieses Problem mit selbstheilendem Beton vermeiden könnten? Diese Idee ist gar nicht so weit hergeholt. Dazu muss man nur verstehen, wie Beton entsteht und wie wir diesen Prozess zu unserem Vorteil nutzen können. Beton besteht aus groben Stein- und Sandpartikeln, den sogenannten Zuschlagstoffen, gemischt mit Zement, einem Pulver aus Ton und Kalkstein. Fügt man Wasser hinzu, bildet der Zement eine Paste, die die Zuschlagstoffe umhüllt und durch eine chemische Reaktion namens Hydratation schnell aushärtet. Das entstehende Material ist stark genug, um Gebäude zu tragen, die hunderte Meter in den Himmel ragen. Obwohl die Menschheit in über 4000 Jahren zahlreiche Rezepturen für Zement entwickelt hat, ist Beton erstaunlich kurzlebig. Nach 20 bis 30 Jahren können natürliche Prozesse wie Betonschrumpfen, starkes Frieren und Tauen sowie hohe Gewichteinwirkung zur Rissbildung führen. Dabei können kleine Risse ebenso gefährlich sein wie große. Beton wird oft als zweite Stütze um Stahlträger herum genutzt. Bereits kleine Risse im Beton können Wasser, Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid eindringen lassen, was den Stahl schädigen und zum Zusammenbruch führen kann. Bei Brücken und Autobahnen, die ständig benutzt werden, müssen solche Schäden erkannt werden, bevor es zur Katastrophe kommt, was aufwendig und teuer ist. Tut man das nicht, gefährdet man tausende Menschenleben. Zum Glück arbeiten wir bereits daran, wie sich dieses Material selbst reparieren kann. Manche Lösungen sind vom natürlichen Selbstheilungsmechanismus des Betons inspiriert. Wenn Wasser in die Risse eindringt, hydratisiert es Calciumoxid im Beton. Das so entstehende Calciumhydroxid reagiert mit dem Kohlenstoffdioxid in der Luft. Dadurch beginnt ein Selbstheilungsprozess, bei dem sich Calciumcarbonatkristalle bilden und langsam die Lücken füllen. Leider können diese Kristalle nur Risse füllen, die weniger als 0,3 mm breit sind. Materialforscher können bereits doppelt so große Risse heilen, indem sie der Betonmischung einen versteckten Kleber beifügen. Wenn man mit Kleber gefüllte Fasern und Röhrchen beifügt, brechen diese auf, wenn sich ein Riss bildet, und dichten den Spalt mit dem Kleber ab. Aber chemische Klebstoffe verhalten sich oft ganz anders als Beton, und mit der Zeit können diese Klebstoffe zu noch schlimmeren Rissen führen. Der beste Weg, um große Risse zu schließen, ist daher wohl, dem Beton die Mittel zu geben, sich selbst zu helfen. Forscher haben Bakterien und Pilze entdeckt, die Mineralien produzieren. Darunter auch das Calciumcarbonat, das bei der Selbstheilung entsteht. Experimentelle Betonmischungen enthalten solche Bakterien oder Pilzsporen, samt Nährstoffen, sodass diese Jahrhunderte darin schlummern können. Sobald Risse entstehen und Wasser in den Beton eindringt, keimen die Sporen, verzehren die sie umgebenden Nährstoffe und verändern ihre Umgebung so, dass perfekte Bedingungen für das Wachstum von Calciumcarbonat entstehen. Diese Kristalle füllen dann nach und nach die Risse. In etwa 3 Wochen können die Mikroben so Spalten mit einer Breite von fast 1 mm vollständig reparieren. Sind die Risse geschlossen, bilden die Bakterien oder Pilze wieder Sporen und gehen in den Ruhezustand über, um bei den nächsten Rissen einen neuen Selbstheilungszyklus zu beginnen. Diese Technik ist zwar bereits gut erforscht, aber es braucht noch Zeit, bis sie sich in die Betonproduktion integrieren lassen wird. Diese Sporen haben jedoch das Potenzial, Beton widerstandsfähiger und langlebiger zu machen, was die Kosten und ökologischen Auswirkungen der Betonproduktion drastisch verringern würde. Irgendwann bringen uns diese Mikroorganismen vielleicht sogar dazu, unseren Städtebau zu überdenken und die leblosen Betondschungel zum Leben zu erwecken. Wir haben die Mittel und das Wissen, um die Welt zu retten. Aber was kommt als nächstes? Unter ed.ted.com/earthschool findest du eine Roadmap, der du folgen kannst, und konkrete Maßnahmen, mit denen du etwas bewirken kannst.